Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich auch einigermaßen kurz fassen. Ich glaube, die Intention des Antrags besteht im Wesentlichen darin, dass wir hier unserer Freude Ausdruck verleihen können, dass der Bundesrat auf Antrag Nordrhein-Westfalens den Beitritt zur Open Government Partnership initiiert hat für die Bundesrepublik Deutschland. Frau Korte, ich glaube, die Geschichte war dann doch ein bisschen anders, dass die Bundesregierung da so unglaublich progressiv sei. Das stimmt nicht so ganz. Sie haben das vor über 3 Jahren in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben und es hat jetzt dann doch noch die Aufforderung durch das Land Nordrhein-Westfalen gebraucht, dass das dann auch tatsächlich Realität wurde. Gut, dass das jetzt geklappt hat. In seiner generellen Aussage ist der Antrag, so wie er jetzt vorliegt, ja, nicht falsch, aber dadurch steht halt auch noch nicht so richtig viel Konkretes, Richtiges drin. Wir können im Ausschuss gerne, lieber Kollege Herrmann, darüber in den Dialog treten, wie man diese generellen Aussagen, die in dem Antrag drinstecken, mit konkreten Maßnahmen dann unterlegen kann. Ich bin mir sicher, die Landesregierung wird den, bitte, hoffen auf die Piraten, nein, das haben wir nicht nötig. Ach so, auf die Kreativität der Landesregierung. Ja, das, was, ja, die Kreativität der Landesregierung, da habe ich keine Zweifel dran, lieber Kollege Herrmann, denn wir haben ja bereits unsere Hausaufgaben gemacht, die als regierungstragende Fraktion gemeinsam mit der Landesregierung und die Open-NRW-Strategie gemeinsam entwickelt. Und ich bin mir sicher, dass die Landesregierung da auch den gemeinsamen Weg fortsetzen wird. Nordrhein-Westfalen war über den ganzen Prozess treibende Kraft beim Beitritt der Bundesrepublik zur Open Government Partnership. Und insofern ist auch da sehr deutlich zu erkennen, dass wir da auf dem richtigen Kurs sind. Nichtsdestotrotz ist für uns natürlich klar, dass der Prozess nicht mit dem Beitritt abgeschlossen ist, sondern dass die Arbeit jetzt erst beginnt. Und wir werden im Rahmen von Open NRW, unserer Open Government Strategie, diesen Prozess begleiten, dass wir dabei die verschiedenen Ebenen gleichberechtigt einbeziehen, ist richtig, ist vernünftig und wie genau, darüber reden wir dann im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bock.